Moderne Traktion im Norden der Saalebahn. Aber auch die alten, wie die Baureihe 155, sind im Saaletal heute noch alltäglich. Dazwischen Regionalzüge, meist Doppelstock-Wendezüge, gezogen oder geschoben von der Baureihe 143. Eine Fahrzeugvielfalt, die es kaum auf einer anderen Bahn gibt. Dazu noch viele private Leistungen, wie hier unterhalb der Leuchtenburg. Die Saale- und Frankenwaldbahn ist heute ein wichtiger Bestandteil der Strecke Berlin-München. Entlang der Saale zweigt die Strecke bei Großheringen Richtung Süden ab, verläuft über Jena und Saalfeld bis nach Probstzella. Weiter südlich werden im Frankenwald die Orte Ludwigsstadt und Kronach erreicht. In Hochstadt-Marktzollen mündet die Frankenwaldbahn in die Strecke nach Nürnberg und führt weiter nach München. Geschichtsträchtig ist der Bahnhof Probstzella, vor dem Zweiten Weltkrieg eine ganz normale Station. Danach machte die politische Nachkriegsentwicklung Probstzella zur Grenzkontrollstation zwischen Ost und West. Nur Transitzüge durften den Bahnhof passieren. Für den gewöhnlichen DDR-Bürger war Probstzella Grenzgebiet und so unerreichbar. Nach November 1989 ist der Bahnhof dann wieder zur normalen Station geworden. Auf dem Weg durch den Frankenwald wird in Ludwigsstadt der Ort auf dem 200 Meter langen Trogenbach-Viadukt überquert. Ein 612-Gespann ist talwärts auf dem Weg nach Saalfeld. In Steinbach am Wald hat die Frankenwaldbahn mit fast 595 Metern über Normalnull ihren höchsten Punkt. Eine moderne Güterzuglok der Baureihe 189 ist auf dem Weg nach Saalfeld. Eigentlich schon wieder im Tal liegt die Kleinstadt Kronach, Haltepunkt für Regionalzüge. Über der Stadt thront die Festung Rosenberg. Heute ist er verwaist, der Bahnhof Probstzella. Eisenbahner gibt es hier nicht mehr. Das BW ist schon lange stillgelegt. Auf der Strecke nach Sonneberg fahren Busse. Das einst schmucke Empfangsgebäude aus den Anfangsjahren verfällt langsam. Nur noch eine Schiebelok ist hier stationiert. Doch plötzlich wird die Ruhe gebrochen. Ein langer Güterzug donnert talwärts durch. Auch in der Gegenrichtung rollt ein Güterzug ein. Rund 20 davon fahren noch täglich über die Saale- und Frankenwaldbahn. Neu sind die E-Loks der Baureihe 189. Der Güterzug wird ab Probstzella nachgeschoben. Nach der Abstellung der Baureihe 150 ist heute die 151 dafür zuständig. Die sechsachsige E-Lok mit ihren fast 6000 kW ist auch notwendig, da die Frankenwald-Nord-Rampe Neigungen von über 29 Promille aufweist. Die 151 rollt auf den Güterzug auf. Gekuppelt wird nicht, denn das Absetzen der Schiebelok erfolgt während der Fahrt. Da grüße ich 51 833 mit ungekuppelter Schiebelok bis Steinbacher Wald.
1188 Tonnen haben wir. Wenn der Alpha 3 ist, sag ich dir Bescheid. Und los geht's. Weit über 1000 Tonnen Zuggewicht müssen über den Berg. Neben den modernen E-Lok-Baureihen sind noch 155er im Einsatz. Ein sechsachsiges DDR-Erbe, das in Leistung und Zuverlässigkeit ihren westlichen Schwestern in nichts nachsteht. Mit maximal 60 Stundenkilometern geht es nun den Berg hinauf. Schneller darf die Fuhre nicht fahren, da die Schiebelok ungekuppelt ist. Nach wenigen Minuten wird die ehemalige Grenze passiert. Seit der Öffnung erinnert diese Gedenktafel an die deutsch-deutsche Teilung. Recht modern zeigt sich der Führerstand der Baureihe 155. Von 1974 bis 1984 wurden immerhin 273 Stück bei LEW Hennigsdorf hergestellt. In naher Zukunft aber wird sich die DB von den schweren Sechsachsern trennen. Steinbach am Wald, am Scheitelpunkt gelegen. Bis hierher drücken Schiebeloks von Probstzeller oder Pressig-Rotenkirchen die Güterzüge über den Berg. 151, 146 wird gleich wieder talwärts rollen, um den nächsten schweren Zug nachzuschieben. Steinbach am Wald ist heute eine reine Regionalbahnstation. Im Zwei-Stunden-Takt sind die Regionalbahnen zwischen Großheringen und Lichtenfels bzw. umgekehrt unterwegs. Nach der Wende rollten hier die ersten Doppelstöcker als Sonderzug in den Westen. Seit Mai 1995 fahren sie nun planmäßig auch auf der Frankenwaldbahn. Pressig-Rotenkirchen am Fuße der Frankenwaldbahn. Neben Probstzeller gab es auch hier ein Bahnbetriebswerk, das die Schiebeloks versorgte. Seit 1968 gibt es diese Dienststelle nicht mehr. In den Bahnhof rollt die Regionalbahn Naumburg-Saale-Lichtenfels. Die Zugleistung wird von einem VT-612 Neigezug gefahren. Er kann mit seinen Neigekünsten auf der kurvenreichen Verbindung deutlich schneller fahren. Bis auf Doppelstock-Wendezüge gehören lokbespannte Leistungen im Regionalverkehr auf der Frankenwald- und Saaletalbahn weitgehend der Vergangenheit an. Moderne Triebwagen der Baureihen 612, 642 und 641 haben sie abgelöst. Seit 1249 Wahrzeichen der Stadt Kronach, die Festung Rosenberg, eine der größten Befestigungsanlagen Deutschlands.
Unweit davon liegt der Bahnhof Kronach mit seinem typischen fränkischen Ambiente. Einfahrt hat ein Zug nach Lichtenfels. Heute selbstverständlich die Baureihe 143 mit einem Doppelstockzug.